Ich glaube, so früh haben wir noch nie aufgenommen, oder? Also mir geht's heute wesentlich besser als gestern Abend. Okay, gehen wir. Du da. Kämpfe. Bei mir hat er sich das Item angeguckt. Oder sie. Sorry. Oh. Das Pixelmodell hat auf mich gewartet. Man sieht mein neues Teammitglied, also, wofür wir uns jetzt entschieden haben. Ich meine, man hat es vorher wahrscheinlich schon unten gesehen, aber... Oder ich grau die aus und dann erst, wenn das Pokémon reinkommt, erst dann sieht man das Team. Das wär auch funny. Oh, und da ich nicht auf Ayaka wechseln kann, wirst du jetzt vollgeblubbert, du... Vielleicht wirst du doch nicht voll geblubbert. Das ist mir ein bisschen zu viel Schaden, was dieses Drisseppeli hier gerade macht. Okay, Aftermath wird wehtun, aber ich sollte es überleben. Oh, ich glaube, es hat gar keinen Aftermath. Oh. Buck will Schaufler lernen. Schaufler ist natürlich stark, aber es kostet halt 2 Runden, bis es auftaucht. Ich bleib bei Dampfwalze. Außerdem habe ich die TM-Schaufel, also ich kann jederzeit wechseln. Ja. AW macht übrigens sehr gute Arbeit. Natürlich, ist ein Meganier. Nur nicht, wenn diese blöde... Ja, wenn das, wenn die Hypothese unter der Erde ist, dann macht KW auch gar nichts. Dann sollte ich vielleicht AW einfach mal Erdbeben beibringen. Kann Meganier lernen, lustigerweise. Es hatte mein Meganier damals in der zweiten Gen. Ich weiß nicht warum, aber es hatte das. Hi Trainer, wir wollen ihn auf die nächste Ebene. Also! Will ich gegen ein Eis-Pokémon drin bleiben? Ehrlich gesagt nicht, das ist mir ein bisschen zu riskant. Warum denn? Nee. Nicht, dass mein Rockheimer durch eine Lawine stirbt. Das Déjà-vu will ich nicht haben. Da kommt nämlich die Lawine. Hättest du das überlebt? Will haben. Okay, das wahrscheinlich hätte die Eistüte gar nicht überlebt, aber... Sicher war sicher. Lass mich mit dem Vieh in Ruhe. Oh, Botogel. Egal, mach es doch nicht schwerer, als es ist für uns. Hauptsächlich für sie. Oh. Und Opius, ich glaube, da bin ich drin. Ich glaube, es ist ein Flug-Pokémon-Trainer. Bin mir aber nicht ganz sicher. Mein möglich wär's. Ich würde aber noch mal eine andere Meinung mit reinnehmen. So eine dritte. Oh, schade. Das dritte Pokémon hätte es jetzt beweisen können. Oh, er ist sogar tatsächlich ein Psychotrainer. Wow. Eure Pokémon? Hä? Was redest du? Junge! Oh, wow. Ich glaube, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Makabata ist auch Psycho. Psycho-Geist? Nein, Geist, nur Geist. Es ist ein reiner Geist. Er passt irgendwie auch zu einem Psycho. Ja, akzeptiere ich. Ich mache hier wow, so. Ich möchte mal sagen. Du Bandsticker. Käfertrutz macht mehr Schaden wie eine sehr effektive Unlichtattacke.
Warum brennt ihr? Mhm. Wurden sie von Ehrlich getroffen? Ehrlich. Ja. Natürlich kriegt es einen Boost. Bitte kein Strepoli-Déjà-vu. Ich glaube, so weit komme ich. Kommt es Makabaja nicht. Okay, jetzt macht Kich. Na gut, wenn sie immer den. Ja, wenn sie immer den Spezialangriff senken mit Käfertrutz, dann wird das nicht passieren, nein. Oh, du hattest nur ein Pokémon, okay. Ich stehe vor der Schwester, die wird uns ja heilen. Da sind wir, glaube ich, schon. Ne, da sind wir auf der vorletzten Ebene. Oh, muss ich nicht gegen dich kämpfen? Doch, muss ich. Ah, oh, scheiße. Scheiß Mistvieh. Helga. Ist mittlerweile Level 27. Finde ich sehr schön. Können wir jetzt einfach sterben? Vogelhieb, warum tust du mir das an? Aua. Weil ich kann. Und Schuppert, ich glaube, ich werde mal das Pokémon rausnehmen. Ein Hypertrank. Hallo Schuppert, würdest du mir bitte nicht die Zunge rausstrecken? Mal schauen, was Knirscher macht. Krüppuck! Die hat einfach mal random ein Krüppuck! Cynthia, bist du das? In einem Nurse-Cosplay? Nicht, dass ich da was gegen hätte. Der Geist-Pokémon-Trainer hat mich jetzt ein bisschen auseinandergenommen, wenn ich so sagen darf. Ich hab's gemerkt. Bin quasi schon von der nächsten Ebene. Oh Gott. Oh, Keimann levelt davon. Jetzt sind alle meine Pokémon 34. Wenn das so weitergeht, muss ich kurz zum Pokémon Center zurück und den EP-Teiler holen, damit die EP sich besser, also sich weiter ausspreaden, weil ich level viel zu schnell. Ich darf nicht über 35 kommen. No, ich hab keine. Oh no. Ich wurde automatisch geheilt. Was haben die keine? Kein Feuerheiler? Nichts. Nee, den habe ich noch. Das ist kein Problem. Was wollen sie denn? Keine Heiltränke mehr. Was? Ich meine, wenn sie, der eine dort vor der Schwester hat nur ein Pokémon und die Schwester selber hat, glaube ich, zwei oder drei? Zwei. Oh mein Gott, ein wildes Zapladin, ein äußerst seltenes Zapladin. Ich kann sie nicht messen. Ich warte mal, bevor ich weitergehe. Oh nein, oh nein, oh, ich bin blöd, ich habe mein Team falsch im Kopf gehabt. Ich habe noch, der Rest ist auf Level 33, okay. Ich kann noch wechseln, alles gut. Okay, der Rest ist noch auf 33, alles gut. Ich speichere mal, nur für den Fall, dass es wie gestern abstürzt. Ich glaube, die Abstürze vom Emulator beim Trainieren gestern noch waren einfach nur, weil... Oh, ein Plippin. Einfach, weil ich drei Sachen auf einmal gemacht habe. Video gespeichert, Video hochgeladen und Final Fantasy runtergeladen. Wahrscheinlich. Ich glaube, da war dann die Hard- und Software bei mir so, nö. Wahrscheinlich. So, hoffentlich kannst du keine Eisattacke. So, durch Level Up lernt es, glaube ich, keine Eisattacke. Ne, es lernt nur Blubstrahl und ich glaube, es hat Metallclaw und das war's. Als Gefühl. Es könnte Flucke haben. Also eine Flugattacke. Allerdings sollte es das nicht überleben. Oder wenn, dann nur knapp. Furien? Ich wusste nicht mal, dass Pippin Furienschlag lernen kann. Aber KW hatte keinen Bock darauf. Wir brauchen die einfach abgewehrt. Gibt es in der Gen die TM Megasauger oder Gigasauger? Weil die wäre echt geil auf Meganie gerade. Ja. Absolut. Actually, ich kann ja mal eben gucken. Man kann auf PokeWiki bestimmt die TM-Listen von. Ich muss jetzt erstmal noch bekämpfen, ja. Naja, machen Sie. Ich mache in der Zeit ein wenig Research. Mach das. So, TM-Liste. Wo ist Ein Ladybug. Ich glaube, das wird easy.
Also entweder ein Käfer oder ein Flugtrein. Vergiss nicht, der zweite bei mir war ein Krüppuck. Also das, da kommt was Starkes. Ja. So, gibt es die TM Mega oder Gigasaugen? Es gibt auf jeden Fall Energieball. Die kriegen wir später. Die wäre auch geil auf Meganie. Ladybar wird mit meinem angeknacksten Schänder ja wohl nicht viel machen können. Oh Gott, Agilität, ich habe Angst. Das sollten sie auch. Seitentausch, was soll es? Seitentausch? Wow, es macht einfach wirklich das, wonach es sich anhört. Okay, funktioniert auch nur in Doppelkämpfen. Alles klar. Ich hab in Dreifachkämpfen sollte das geil sein. Ich glaube, ich habe diese Attacke noch nie gesehen, Seitentausch. Ich wusste nicht mal, dass sie existiert. Oh nein! What is happening? Gott, oh nein. Gott, it's oh back! It's back for another round! Oh nein! Aquaring, oh no. Und sie haben keine Elektroattacke, keine Gesteinsattacke, weil dann wäre das Ding einfach toast. Ich meine, es kriegt nicht wenig Schaden durch Eissturm, allerdings ein Angriff und sie müssen entweder austauschen oder verlieren für ein Non-Tor. Oh, das ist gut. Aber die hat sie schon Hypertrank benutzt, weil den hat sie. Hoffen sie auf einen Crit in der nächsten Runde, weil dann ist das Ding toast. Sehr ironischerweise. Jetzt sollte ich doch eigentlich Dampfwalze einsetzen können, oder? Das Ding hat Flug. Das Ding ist ein Flug-Pokémon. Ja, aber den Flugtyp hat es ja jetzt in der Theorie verloren. Nee, nur in dem Zug leider, in dem es benutzt wurde, glaube ich. Da sie schneller sind, hat es, glaube ich, keine Wirkung. Ja, okay. Sehen Sie, ist normal effektiv. Jetzt müssen Sie austauschen. Oder Sie hoffen, dass es reicht. Haben Sie nicht Knirschhaufe? Für ein Tor? Weil das wäre wesentlich mehr Schaden. Okay. Okay. Haben Sie kein Knirsche? Doch, habe ich. Das wäre wesentlich besser gewesen. Aber ist egal, es ist kaputt. Sie werden jetzt geheilt und alles ist wieder gut. Wollen Sie dann kurz Items tauschen gehen oder wollen Sie einfach nach jedem Kampf hierhin wieder zurückkommen? Ja, ich laufe jetzt hier. Okay, wir laufen weiter. Schutz wirkt nicht mehr, sehr gut. Bitte kein Fight, bevor ich nicht auf der nächsten Ebene bin. Thank you. Okay, dann gucken wir mal, was finden wir hier. Und? Not the worst. Okay, ich hab ein Problem, wenn das mein Main-Encounter ist. Ich hab wieder Nidoran weiblich vor mir stehen. Oh. Ich mach Doom's Claws so lange, bis ich ein Pokémon finde. Hätte ich das gewusst, wäre ich schon mal vorgegangen. Hattest du nicht schon einen Glibunkel? Nein, ich hatte keinen Glibunkel. Ich übergebe mich hier auf der Stelle, glaube ich. Warum? Biggie Mug. Das heißt, ich habe wirklich in diesem Playthrough alle Affen gehabt. Und die anderen beiden sind schon tot. Oh. Ist Biggie Mug sicher, dass es zu dir kommen möchte? Ich meine, es hat keine wirkliche Wahl. Es sei denn, es überlebt diesen Donnerblitz nicht. What is happening? Oh, okay. Kein Vegimak für mich. I see. Ich sehe schon. Kein Vegimak für mich. Alles klar. Was haben Sie benutzt? Ich weiß es nicht mehr. Sie hätten Käfertrutz machen sollen. Oh, das war. Ist Käfer. Es gibt Kampf, ne? Ja. Yep. Wenn Sie es nicht wissen, fragen Sie. Keine Windattacke, keine. Also keine. Wenn sie Windstoß benutzt haben, dann war das leider sehr vorhersehbar, ja. Ja, oh, ich hab da nicht an den Kampf gedacht. Oh. Gut, ja, damit haben wir kein Pokémon auf dieser Ebene. Auch keinen Affentrainer. Kein Affe für mich, okay. Aber halten wir fest, ich hätte alle drei Affen haben können in diesem einen Playthrough. Vielleicht kriegst du das ja nochmal. Ich benutze Schutz, solange ich auf der Ebene bin, weil ich kann mich hier nicht bewegen, ohne dass ich irgendwas in irgendwas reinlaufe. Wo ist Schutz hin? Ich glaube, ich werde das. Glück habe ich das nochmal. Oh. Ich bin auf der falschen Seite. Och Mann. Passiert, machen Sie sich nichts draus. Die
Ich bin diejenige, die sich am meisten gefreut haben, dass wir hier so viele Pokémon fangen können. Well. Ich meine, sonst fragen sie ja auch. Oh Gott! Ein Yugong! Der Trainer hat ein starkes Pokémon. Bei mir ist es halt ein Yugong. Ja, okay, ich werde jetzt erstmal nicht erfahren, welches mein anderes Pokémon ist. Oh. Oh Gott. Lag. Ich glaube, ich werde das tatsächlich Ayaka machen lassen, auch wenn Ayaka schon Level 34 ist. Warum triffst du mich, nachdem ich Komprimator benutzt habe? Das finde ich nicht gut, Yugong. Hier, ich slap die Scheiße aus dir raus. Ibeldra, warum? Lake, ich bin nicht Half-Life, also es hat noch nicht den Bonusschaden. Sehr gut. Slap, slap, slap. Das war himmlisch, sagt er. Wow. Bei Pixie hat sein Yugong einfach immer wieder geslappt und er sagt einfach, es war himmlisch. Er hat's genossen, sein Yugong nicht. Ayaka, bitte. Danke. Zum Glück haben wir auf dieser Ebene nur zwei Trainer. Dann sind wir ja schon auf dem Dach. Oh, ja, und ich habe jetzt gerade die Beldra und ich weiß nicht, was ich dagegen mache. Sie haben doch ein Eis-Pokémon. Ja. Das macht vierfachen Schaden. Das Ding ist Bodendrache. Es kriegt vierfachen Schaden durch Eisattacke. Hallo, Ibitak. War das nicht andersrum? Bode effektiv gegen Eis? Nein, normal effektiv. Gestein ist effektiv gegen Eis. Okay. Ah ja. Scheiß, diese zwei scheiß Typen. Oh, ich sehe gerade, was Ibitak benutzt. Mein Komprimator bringt hier einen Scheißdreck. Es hat Aeroas, es trifft immer. Sollte darauf achten, was mein Gegner macht. Statt einfach auf Autopilot Komprimator zu drücken. Oh wow. Ein Mini-Nugget. Wie bitte? Was lag da bei Ihnen rum? Ein Belieber. Okay, ich dachte schon. Ein Belieber. Ich dachte schon, ich habe irgendwie einen Fehler in der Matrix oder so. Eine Lackenbelieber. Ja, mit diesem Ibitak werde ich mich eine Weile rumschlagen. Damit Sie schon mal Bescheid wissen. Eine Mädel. Ja, ja, ja. Dieses Ibitak macht mir gerade das Leben ein bisschen schwer, weil es trifft mich immer garantiert mit der Aeroas. Es gibt nichts, was ich dagegen tun kann. Da war ein Crit. Warum kommt ein Crit? Ins Korg, ja. Damit würde ich mich gerade viel lieber anlegen. Ich würde tauschen. Ich hätte dann Pokémon, das sich um dein Ibitak kümmert. Okay, fuck it. Fuck it, ich hab da keinen Bock mehr drauf auf dieses Buff-Game hier. Go Lightning. Oh, bitte mach's One-Hit kaputt. Mach's bitte komplett, danke. Oh, Schöne, warum? Yay, der Tag, der erreicht Level 29! Body Slam! Du Mistviech von einem Flug-Pokémon. Oh, Griffel. Oh, Diktri! Oh, das ist, oh, das ist fein. Das ist, oh, aber ich sehe gerade ihr Leben. Das ist nicht fein. Ja, das ist der. Da ist der Tiefschlag und. Oh, oh. Entweder. Oh, nein! Also. Nein! Und der Speeddrop wird nicht reichen, dass sie langsamer sind. Es wird wieder Tiefschlag benutzen. Oh, da ist benutzt Schlammbombe. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Das reicht auch, scheiße. Well, Liste. Damit sind tot Bonkurry und Fernontor. So leid. Dead. Alright.
Okay. Okay, ist fein. Ist fein. Ich gehe mich erstmal bei der Schwester wieder heilen. Well, Bon Curry, es war eine kurz. Es war nicht so lange, wie ich es gerne gehabt hätte, aber es war fun. Oh, gib mir das Item übrigens. Welches Vieh schmeiß ich da jetzt rein? Es. Haben Sie was mit einer Prio-Attacke, einem Ruckzuck-Hieb oder sonst was? Ruckzuck-Hieb habe ich nicht mehr. Mogelhieb habe ich auch nicht mehr. Ich meine, das Ding kann. Wie sieht Ihr Maskeregen aus? Voll live. Gut, hauen Sie Maskeregen rein. Ist immun gegen seine Bodenattacken. Ja. Als ich was machen kann, ist Tiefschlag. Und jetzt hat es einen Bedroher abbekommen, das wird nicht viel Schaden machen. Ja, da kommt der Tiefschlag, wird nicht sonderlich wehtun. Ich hab immer noch Blubber auf Maskeregen, wie süß. Das reicht, ja? Es reicht allerdings, so die Dunkelklaue. Kann das irgendwer lernen? Ich denke mal, Rockheimann wird es lernen können. Dunkelklaue wäre vielleicht ein ganz nettes Upgrade. Ja, Rockheimann kann es lernen. Aber ich habe Knirscher schon, also brauche ich es nicht wirklich. Schutz wirkt nicht mehr, kurz vor der Treppe. Okay, ich gehe schon mal nach oben. Wobei, ich weiß nicht, ob da oben ein Kampf startet. Ich speichere vorher einfach nochmal ab. Nee. Ich weiß es nicht. Ich bereite mich nur schon mal auf das Schlimmste vor. So, ich gehe hoch. Wäre schön, wenn mein Schutz auch nicht mehr... Oh, und ich habe sofort einen Kampf. Ja. Was machen Sie da? Ich versuche, meinen Schutz aufzubauen. Oh. Hallo, Gag Arbor! Ein Starter! Oh mein Gott! Ich glaube es nicht! Ein Starter für mich? Oh. Ich weiß noch nicht, wenn ich das so doll finde. Ich meine, Palimpalim ist nicht schlecht. Es ist auch ein Psycho-Pokémon. Ja. Oh, wie schwäche ich dich jetzt am besten? Ja, ich sollte keinen Pokéball werfen, da wirst du natürlich immer ausbrechen. Hör auf, dich zu Megasaugen! I don't like this! Eine Kugelbühne geworfen. Glöckchen! Echt jetzt? Bleib mit dem scheiß Ball! Nice. Hast du es endlich gefangen? Yes. So, ich brauche einen Namen für ein männliches Gag-Arbor. Oh, wait, es gab doch diesen... Gab es diesen einen Animationsfilm mit dem Gecko, der ein Cowboy war? Wie hieß er nochmal? Den habe ich nie gesehen, aber ich weiß, es gab einen. Google, hilf mir mal eben. Rango, okay. Er heißt ja. Rango. Sollte den Film mal sehen. Angeblich soll er ziemlich geil sein. Auch heute noch. Mich leider nicht mehr dran erinnern. Ja, cool. Ich hab einen Starter. Ob ich den jedoch jemals einsetzen werde, ist fraglich. Aber ich hab einen Starter. Wir haben jetzt übrigens eine 50-50 Chance. Wenn sie herausfinden wollen, was der andere Encounter ist, die Chance ist... Okay. Hey, Geraldine. Ausrufezeichen. Danke, dass du gekommen bist. Was ich da vorhin gesehen habe, war zwar tatsächlich ein verletztes Pokémon, aber keine Sorge, es ist wieder in Ordnung. Ich habe ihm einen Top-Beleber gegeben und es war ihm nur wieder fit. Es war ihm nur wieder fit genug, um sich in die Lüfte zu schwingen. Ja, was war es jetzt für ein Pokémon?
Ich habe ganz schön scharfe Augen, was? Allerdings sollte das bei einem Piloten auch nicht anders sein. Ach ja, wo du schon mal hier bist, willst du nicht vielleicht einmal die Glocke erklingen lassen? Die Glocke oben im Turm des Himmels besänftigt die Seelen der Pokémon. Auch in den Herzen der Menschen heilt ihr Klang wieder. Alle gestorbenen Freunde. Ich erklingel diese Glocke für alle meine gefallenen Kameraden, die zu früh von uns gehen mussten. Welch lieblicher Klang. Du bist wirklich ein gütiger Mensch, Rizumo Eddie. Und stark bist du auch. So, dann will ich mich dir noch einmal vorstellen. Ich bin Geraldine, die Leiterin der Arena von Panaero City und ich benutze Flug-Pokémon. Nein. Bezweifle ich. Wenn du so weit bist, dann komm doch bitte in meine Arena. Du bist dort herzlich willkommen. Bezweifle das. Weißt du, was lustig wäre, wenn wir in die Drachenarena kommen und er benutzt tatsächlich Drachen-Pokémon? Weil ich habe nichts in meinem Team dagegen. Ich habe keine Eis- oder Drachen-Pokémon. Oh, wird angegriffen. Oh, gut, dass ich Gag-Arbor bekommen habe. Okay, gut, dass ich Gag-Arbor bekommen habe. Okay. Farbbeagle. Oh. Ich glaube, ich bin mit meinem Gag-Arbor ganz zufrieden. Ja, durchaus. Fürwahr. Wo ist Schutz da? Oh, Krabi! Also, Ich finde Ich finde das Glöckchen auch nicht schlecht. Ich brauche kein Wasser-Pokémon. Aber Psycho finde ich tatsächlich gut. Oh Gott, find dein Klingblim, nenn das Kingpin! Nee, so intelligent war ich leider nicht. Oh, kommst du spät, Spider-Man? So, mal gucken, was ist denn hier das zweite Pokémon? Wobei ich glaube, ursprünglich Kingpin war ein Daredevil-Villain. Zumindest in seinem Movie damals war Kingpin der Villain. Oh nein! Das ist das zweite Pokémon. Ich glaube, ich hätte sie tatsächlich gefangen, wahrscheinlich. Oh nein! So, sie können auf jeden Fall hier gleich nochmal Tränke neu kaufen. Ja. Ich glaube, was ich mache, ist, ich verkaufe alle meine Status-Heil-Items und kaufe nur noch Hyperheiler. Ich habe keinen Bock, durch die ganzen Menüs immer durchzugehen und Gegengift, Paraheiler, Schlafheiler, beziehungsweise Aufwecker. Ja, das mache ich eben schnell. Sie brauchen ja eh noch ein bisschen. So, verkaufen. Ja. Ich glaube, Nidorina hätte ich tatsächlich gefangen. Weißt du denn schon, welches Pokémon du mit reinnehmen möchtest? Das werde ich sagen, sobald wir da drin gewesen sind. Weil alle haben ja denselben Typ da drin. Ich hab sogar schon einen. Du machst es jetzt von der. Du möchtest jetzt den ersten Trainer kloppen und dich dann entscheiden. Yes. Unter Umständen kann ich ja ein bisschen rumspielen mit dem Rest meines Teams, damit ich nicht mit dem Haupt-Pokémon für den Arena-Kampf dann da reingehe. Wegen den EP. Ja. Einmal heilen. Oh, gib mir Hyperheiler. Thank you very much. Aber das G war ja immer noch. Also das ist. Das kriegen immer noch, meine Lieben. Das ist schon faszinierend. Wir brauchen mal eine Wasser-TM. Wo bleibt zum Beispiel Lake oder so? Wann kriegen wir das? Haben wir das nicht? Nee. Ich glaube, wir haben noch gar keine Wasserattacke als TM. Dann. Oh. Ich glaube nämlich nicht, dass es Surfer lernen kann. Ziemlich sicher, dass das nicht kann. Ich weiß gar nicht, ob wir in der Gen noch so Sachen kriegen wie Kaskade oder Taucher, aber es wird es auch nicht lernen können. Right, wir sollten. Ach, das haben sie gemeint. Oh, das habe ich schon wieder völlig vergessen. Jetzt weiß ich, was die Frage bedeuten sollte, okay. Ich hätte das schon wieder völlig vergessen. Gag-Arbor kann. Kreideschrei. Seit wann hast du. Wait, was hast du für ein Wesen? Can it be? Was zum Teufel ist Zwango?
Ich glaube, das senkt Angriff. Könntest du auch nachlesen. Ich glaube, das senkt Angriff. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, Curry. Hinaus mit dir. Okay, was nehme ich denn mit? Wie sieht mein Team aus? Liste öffnen. So. Also. Das wäre bei Ihnen das. Das haben Sie im Team. Das haben Sie im Team. That's actually a very good question. Ich habe nicht wirklich so eine weit ausreichende Typenauswahl. Ich habe Gift. Ich habe zwei Gift, ich habe zwei Wasser, wovon eins auch nochmal Gift ist. Ich habe einen Drache, ich habe ein Gestein und ich habe ein Pflanzen-Pokémon. Okay. Aber... Also ich bin aktuell mit Wasser und Boden sehr gut ausgestattet. Wie wär's, wenn Sie ein Elektro-Pokémon ins Team nehmen, also jetzt Seebritz? Das wäre bei mir dann Tentoxa. Ja. Wäre das... Könnten Sie damit arbeiten? Ja. Dann nehmen Sie das mit. Dann habe ich zwar jetzt zwei Wasser-Pokémon, aber davon ist eines noch der Gift-Typ, weil der fehlt mir gerade tatsächlich im Team. Und Tentoxa ist natürlich immer gut. Ich habe nur gemerkt, ich habe seinen Namen falsch geschrieben, weil ich... hab nicht aufgepasst. Das war hinter dem... Schlimm. Hinter dem L muss noch ein H stehen bei meinem Tentoxa, aber naja. Okay, dann packe ich Tentoxa nach vorne, weil es ist noch Level 31. Das kann also noch ein bisschen wachsen. Der Zebritz ist bei mir Level 30. Ist nicht ganz so schlimm wie Tataglia. Bandit ist da ein bisschen besser aufgestellt. Haben sie Tränke gekauft und so? Nee. Danke, dass du mich daran erinnerst. Ja, ich eine Verlust reicht mir. Wenn wir es verhindern können, dann bin ich da voll für. Apropos, mal eben gucken, ob ich Tentoxa noch was beibringen kann auf die Schnelle. Weil sein Moveset ist jetzt nicht gerade geil, wenn ich ehrlich bin. Konntest du nicht Irrlicht lernen, Tentoxa? Oh, tatsächlich nicht. Okay, dann konntest du Bürde, glaube ich, lernen. Wenn ich dann dabei bin, kann ich dann immer noch nicht nur noch Pokebälle kaufen. Bin ich wieder 50. Du. Nee, sieht nicht so aus, als könnte ich den Tentoxa gerade noch was ziemlich Geiles beibringen. Ja, könnte ich auch mal gucken. Also ich, Bandit fände das geil, wenn ich jetzt tatsächlich eine Wasser- oder eine Flugarena hätte. Ich könnte Tentoxa Raub beibringen, aber ich glaube, sein Angriff ist nicht mal so geil. Okay, let me see. War der Angriff nicht sogar dein niedrigster Stat? Nee. Ich meine, es ist okay sogar. Ja, komm, für die Coverage mach ich's. Für die Coverage Mäuse, ich geb dir Raub. Voltwechsel, Nitrolado-Verfolgung und Funkensprung finde ich eigentlich ganz nett. Minus auf Angriff. Ist aber immer noch ziemlich stark. Und verdammt schnell. Eure Speier macht dasselbe wie Säure, nur mit einer garantierten Chance, die... Ich mach Säure weg mit dem Mist. Okay. Dann hast du Raub, falls du mal auf die schnellen Geist-Pokémon oder so platt machen musst. Ich möchte mal gucken, ob ich was Besseres wie Schaufler habe. Als Bodenattacke haben wir gerade nichts Besseres, nee. Kann irgendjemand Felsgrab? Das wäre eine gute Edition. Oh. Die kann Felsgrab. Nidoking kann fast alles lernen. Also, es gibt kaum eine TM, die Nidoking nicht lernen kann.
glaube, dann nehme ich die Hornattacke weg. Darum sind die Nidus so geil zum Durchspielen. Sie können ihnen einfach alles beibringen, also fast alles. Ja. Ladestrahl. Sie haben kein Elektro-Pokémon im Team? Kein Problem. Nidoking und Nidoqueen können warum auch immer Donnerblitz und Donner lernen. Ja, das war dann auch so mein Problem, wenn wir, also mein Gedanke, wenn du jetzt sagst, du möchtest Gek-Arbor mitnehmen, dass ich die Hoffnung, dass das Palimpalam irgendwie eine Elektroattacke erleiden kann. Das kann sogar sein. Allerdings nicht als Klingplim, sie müssten ihn also mit Sanftglocke recht schnell entwickeln lassen, aber ich glaube... Oh, Moment. Brauchte Palim überhaupt Freundschaft? Ich glaube, es brauchte einen Rauch, um sich weiterzuentwickeln. Oh. Nee, Moment. Das heißt, ich hätte Krabi fangen können. Nein. Ja, vielleicht können wir das noch nachholen. Ich guck mal eben. Dunkelklaue, aber wie viel Sinn macht Dunkelklaue auf einem... Ah, doch, Freundschaft, aber nur bei Nacht. Also es muss Nacht sein und es muss viel Freundschaft haben, dann entwickelt es sich zu Palimpalim. Weil ich... Dampfwalze. Ich habe Themen Dampfwalze. Ja, haben wir von Turner bekommen. Ist ganz cool, ist ganz okay vom Schaden her und senkt garantiert die Initiative des Gegners. Ich glaube, dann nehme ich ihm den Schaufler weg und gebe ihm die Dampfwalze. Ja. Es hat zwar weniger Angriff, aber es hat halt nicht diesen Runden. Und KW kann das auch lernen. Also Klingplim lernt Ladestrahl auf jeden Fall schon mal, was eine Elektroattacke ist. Mit einer sehr hohen Chance, den Spezialangriff zu erhöhen. Es kann später Spukball lernen. Ich meine, vielleicht stellen wir das Team später nochmal um, weil ich habe nichts gegen Pflanzen-Pokémon in meinem Team. Ich würde Gek-Arbor mitnehmen. So. Okay, dann bleibe ich jetzt so. Schon eben nach Palimpalim. Es lernt keinen Donnerblitz, nee. Aber halt Ladestrahl. Irgendwie meine ich, dass Seemon auch Wasser, auch eine Eisattacke, zumindest irgendwie was Eisattackenmäßiges erlernt. Durch TM ja. Halt Blizzard und Eisstrahl kann es lernen. Wir kommen ja noch in die Eisregion. Ich schaue gerade mal nach. Eisarena. Lernt es durch. Ich meine, sie haben Glück. Seemon lernt durch Level Up Drachenpuls später. Es lernt auf 40 schon Hydropumpe. Ich stehe vor der Arena übrigens. Ja, Moment. Ich schaue nochmal eben nach Seedraking. Mich wundert, dass Seedraking keine Elektroattacke lernen kann. Nicht mal eine einzige. Aber ist okay. Ja, ich stehe auch vor der Arena, dann rein da. Lass uns damit anfangen. So, gib mir mein Tafelwasser. Ja, stimmt ja. Gib mir einen Schutzhelm. Ja, nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass mir deine... What? Was? Ja. Ja. Ich werde geschossen. Warum? Moment, und jetzt? Wieder rein? Hä? What am I doing? Ich verstehe die Arena nicht. Okay, ich glaube, ich komme irgendwie weiter, aber ich bin mir nicht sicher, was ich hier tue. So, Kollege. Hi, Trainer. Verrate mir, was für Typen ich hier verprügeln darf. Bitte sei eine Gesteins- oder Bodenarena. Oh mein Gott, Geronimatz? Ich habe also entweder eine Normal- oder eine Flugarena. Laternecto. Eine Geist- oder Feuerarena. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut finde. Aha, Neutraltorso. Wenn ich das mal so sagen darf. IHK ist gerade das einzige Pokémon, das wirklich effektiv ist gegen dieses Laternecto. Oh, Dampfwalze, warum? Ach so. Oh. Hat das Ding Schwebe? Navitaub, okay, ich habe also keine Ahnung, was für eine Arena ich hier letztlich hier vor mir habe.
Kann immer noch normal oder Flug sein, ich weiß es immer noch nicht. Oh, der Crit. Es ist eine Feuerattacke. Es ist eine Feuerattacke, es ist eine Feuerarena. Ja. Ja. Sie haben eine Feuerarena. Ich werde es hoffentlich bald genau wissen. So, ich möchte gerne wieder zurück. Ja, fein. Komme ich hier einfach. Easy. Ich muss nur mal heilen. Ah, wegen okay. Den AP? Okay, ich gehe schon mal weiter. Ich habe jetzt nur noch 8 Dampfwalzen, also von daher. Ich versuche mal herauszufinden, was ich hier für eine Arena habe. Natu, okay, ich habe eine Flugarena. Ich habe tatsächlich eine Flugarena! Wow, wie langweilig. Ich habe tatsächlich eine Flugarena! Feuer. Ich hoffe, dass Tatakle jetzt schnell nachzieht. Okay, das heißt, ich werde Raichu einfach verwenden und Geraldine auseinandernehmen. Es sei denn, sie hat einen Skorkla oder Skorkro. Das ist das Einzige, was mir Probleme bereiten kann. Mhm. Und natürlich wird es davon eins mindestens haben. Komm schon, Hook, du kommst durch. Yes, Captain Hook kommt immer durch. Captain Hook gewinnt immer, wissen wir alle. Wunschtraum. Bitte komm nicht durch. Komm schon, Hook. Komm durch, yes. Stärke. Hey, mein Freund. Was für Feuer-Pokémon schmeißt du mir jetzt vor den Kopf? Genau, ich hätte einfach Knirscher benutzen können gegen Natu. Das mache ich jetzt einfach. Oh nein! Oh, das ist Folter. Das ist reinste Folter. Ein Kamaup! Alter, Hook nimmt auseinander hier. Den kümmert seine Verwirrung gerade gar nicht. Meinst du, ich kann nicht das wagen, Tataglia mit Level 29 reinzuschmeißen? Oder sollte ich lieber Ayaka reinfief? Viechen. Wollen Sie Ayaka? Ayaka ist halt einfach schon auf Level 34. Ich hätte Ayaka tatsächlich gerne für den Notfall. Ich meine, es ist noch ein Schalelos, ne? Oh, haben Sie ihm Evolit gegeben? Nein, ich habe ihm momentan den EP-Teiler gegeben, damit schneller levelt. Ohne dass ich ihn einsetzen kann. Ich meine, Sie können es versuchen. Wenn es zu viel Schaden sein sollte, können Sie immer noch Ayaka reinholen. Ach, gucken Sie jetzt einfach erstmal, was er macht. Wenn es Glut ist, Amnesie, okay. Er wird jetzt gerade ein bisschen tanken. Okay, ja gut, hauen Sie mit Aquavelle oder so, was Sie auch haben drauf. Okay, es ist nicht so viel Schaden. Warum ist das viel schneller? Weil sie ein Schalelos sind. Unterlevelt. Aber ich bin niedlich. Ich glaube, die beiden sind so ziemlich in derselben Speed-Klasse. Aber ich bin niedlich. Das ist dem Kamaup leider herzlichst egal. Oh, ein Pilot. Otogel. Wow, dieser Trainer ist sehr simpel. War meiner aber auch gerade. Ich möchte meinen Tataglia nicht gleich schon im ersten Kampf Oh, wow. Oh, war es ein Crit? Nein. Ah, es hatte keine Amnesie drauf. Ja, deswegen war es ein One-Shot. Tataglia ist Level 30. Müsste sich jetzt nicht weiter entwickeln? Ja. Ich glaube, jetzt mache ich mir ein bisschen weniger Sorgen um mein Schneckchen. Ja. Und jetzt hat es auch noch den Bodentyp dazu, ist also immun gegen Elektroattacken. Ah, oh, Grifeldis. Oh Gott. Oh mein Gott. Warte, du bist Unlichtflug, ne? Ich meine, ja, du warst Unlichtflug. Wie viel EP hast du schon, Lightning? Du bist aber mein sicherster Switch-In hier gerade. Andererseits... Grifeldis ist einfach nur tanky. Was kann Grifeldis schon groß anstellen? Du bist einfach nur tanky. Du bist enorm tanky. Eine Finte. Wie viel Schaden kann das schon machen? Das ist fein. Das ist fein. Du hast natürlich Step drauf. Das habe ich vergessen. Gib's zu. Ich
ich das richtig gesehen habe, hat Tartaglia jetzt gerade aktuell gerade unterlevelt die meisten KP. Oh, es hat mich verwirrt. Aber jetzt kann ich Hyperheiler verwenden, um das loszuwerden. Hyperheiler heilt nämlich auch Verwirrung. Wo ist... Ich glaube, dann schmeiß ich jetzt... Ach da. Dann schmeiß ich jetzt Tartaglia an die Spitze und mach die Arena mit Tartaglia. Danke für den Spezialangriff-Boost, Gefeldes. Durch Schmeichler. Das wird dir hoffentlich zum Verhängnis. Und weil das so lustig ist... Dampfwalzen. Du legst dich mit einem großen Alten an, ey. Der große Alte ignoriert deine Verwirrung. 3 von 6 Pokémon können. Nice, Level Up für Tentoxa. So. Ab in die nächste Kanone. Auf ein Schnäckchen. Wobei, ich glaube, das ist die falsche Seite. Ja, ich bin in die falsche eingestiegen. Ich habe es gerade gemerkt, als ich reingegangen bin, dass ich die falsche Seite genommen habe. Hey! Du kennst die Arena noch gar nicht, ne? Ich war hier einmal, ein einziges Mal. Beim Release vom Spiel war ich hier drin. Ein einziges Mal. Ich glaube, ich war in jeder Arena. Ich habe die Pokémon-Liga damals allerdings nicht gemacht. Ne, ich glaube, ich habe die letzten Orden nie gesehen. Außer ich habe gerade die Arena von Black and White 2 im Kopf. Mit den Drachenköpfen, die sich so... Ich glaube, die hat sich nicht wirklich verändert. Okay. Wir werden ja sehen. So, Trainer, was hast du? Oh mein Gott. Oh, das war bei mir in Griffeldes. Ich würde mir jetzt ein, dass es mir nicht viel Angst macht. Der Pilot hat ein Glurak! Oh. Ein Level 33 Glurak! Ha! Warum bin ich schneller als Glurak? Drachenwut, that's actually fine. Ah, Kraftschube dich nochmal, ist vollkommen in Ordnung. Finde ich gut, nice, danke dir. Dann hat ja Level 31. Schön. Fox hat wieder ein Level Up. Sehr schön. No, ich drücke zu viel und zu früh. So, okay. Ich sehe schon. Ich muss jetzt einfach wieder rückwärts in die Kanone wieder rein. Das müsste doch dein Durak-Trainer sein, ne? Ja. Und du müsstest der Letzte, glaube ich, sein in der Arena, oder? Der letzte Trainer? Ich hoffe mal. Arius. Schon wieder ein Flampivian. Oh, Dodri. God damn. Ja, das misst viel schneller. Oh. Warum macht es sich mit Bauchtrommel selber Schaden? Bauchtrommel, das Pokémon verliert die Hälfte seiner KP, aber sein Angriff wird auf Maximum geboostet. Ah, oh, okay, gut. Ist natürlich doof, wenn dann ein effektives Pokémon irgendwie steht, aber. Ja. Warte, nee, da komme ich gar nicht hin. Von da komme ich. Dann müssen wir hier rein. Und an die Wand! Nee, okay, gut, das ist nicht die. An die Wand? Der hatte bei mir einen Dodri. In einer Kanone liegt's an die Wand. Oh, ich bin gerade durch einen Ring geschossen worden. Und da ist noch ein Ring. Doppelring. Ich finde die Arena eigentlich ganz cool. Oh, ein Galopper. Au. Oh, meine Nase. Mein alles. Ach, bist du gegen die Wand gekommen? Oh. Ich habe meine Vorfahren gesehen. Sie haben mich ausgelacht. Wie niedlich, ein Volltreffer. Onita ist so ein schickes Pokémon. Mm. So, ich stehe. Ich lande genau vor Geraldine und sie denkt sich, huch! Wo kommt der denn her? Ach ja, ich habe die Arena so komisch bauen lassen. Habe ich wieder völlig vergessen.
So, Lightning, du wirst jetzt die Arena hier allein auseinandernehmen, nicht wahr? Richtig? Richtig. Richtig. Donnerblitz all the way. Wir haben beide mit einem neuen Teammitglied die Arena gesolot, so ziemlich. Tentaklias ist hier durchgegangen. Ja, der Tox ist ja auch durchgegangen, was mich echt überrascht hat. Gegen Flug-Pokémon. Batsch! Sollte sie neu kalibrieren. Hi! Ich habe dich schon erwartet. Na, wie ist ihr das Spezialtraining mit den Kanonen bekommen? Immerhin sind sie der ganze stolze Arena von Panaero City. Hoffentlich hast du Lust auf mehr, denn jetzt widme ich mich dir ganz allein. Oh, zweisame Zeit, du, dich? Okay. Ich fühle mich noch nicht so hundertprozentig bereit, aber ich meine, wenn du es bist. Macaro! Motapel, hallo! Aber. Töten Sie Macaro, es hat mir Lilly genommen. Ja. Rache genug? Gut. Schwalbos! Das ist ihr Bossmon. Sie haut sofort ihr Bossmon raus. Hallo Galoppa. Das war ein Crit von Lightning, holy shit. Es hat so keinen Bock auf die Arena, glaube ich. Galoppa, schade. Okay, sie hat kein Skorgro oder Skorgler. Ich bin happy. Oh Mann, tut Galoppa weh. Ja. Was hast du benutzt? Stampfer? Lichek? Oh ja, das ist schon genug. Ja, das hat einen hohen Angriff, das Ding, und ist sehr schnell. Okay, ich habe fertig. Oh, den hast du bei mir nicht mal benutzen können. Eine Verwirrung wäre nicht schlecht, Aquawelle. Du hast eine 20% ja. Chance darauf. Motherfucker! Aber gut, dass ihr Viech Überreste hat, oder haben sie ihm Seegesang gegeben? Seegesang habe ich. Ist okay, ist auch okay. Stimmt, wir haben Überreste noch gar nicht. Ja, Seegesang habe ich. Ich habe auch nur Giftschleim, weil ich Unratütox abfarmen konnte damit mit Raub. Was ich noch ein paar Mal tun sollte. Ich habe hier mittlerweile wieder ein paar Gift-Pokémon. Hundemon! Ist das hier Bossmon? Ich glaube, ich... Nee, das war Galoppa. Ach so. Okay, sie sollten sich heilen. Weil, ja, ich bin dabei. Weil das Ding kann entweder Knirscher oder Finsteraura und beides wird sehr wehtun. Wenn ich mal sagen möchte, von Level 29 gestartet... Level 33. Es hat kein Knirscher, es hat nur Biss. Oh, zurückschrecken. Oh mein Gott, haben sie Glück. Auch Biss kann sie gefährlich werden. Okay, okay. Bin ich gerade so... Warum hast du zwei? Es ist okay. Oh, sie haben auch nicht angegriffen. Okay, ja. Nein. Ja, ist fein. Wir haben ein Reset. Gibt Schlimmeres. Das zum Beispiel. Ja. Komm, Kritte zurück, Tartaglia. Sei aggro. Oh, wäre das ein Crit gewesen. Das wäre so schön gewesen. Das wäre sehr schön gewesen. Das ist die Strafe dafür, dass wir den immer jede Woche verprügelt haben. Wen haben wir verprügelt? Ach, Tartaglia. Ja, okay. Haben wir sehr lange jeden Samstag verprügelt. Eingenommen, so. Der Name Tartaglia wäre besser gewesen auf einem Landturn, weil Elektro, Wasser. Ja. Ja. Aber... Kann man sich ja nicht aussuchen. Nein. Cool.
Oh mein Gott. Das war eine leichte Arena, so ziemlich, würde ich sagen. Ja, ich finde auch. Also mit dem unterlevelten Pokémon das geklärt, finde ich gut. Du bist ein einmaliger Pokémon-Trainer. Meine Pokémon und ich hatten schon lange nicht mehr so ein packendes Gefecht. Wir sind jetzt noch völlig aus dem Häuschen vor Glück. Hier hast du den offiziellen Orden der Pokémon-Liga. Hoffentlich steht er dir. Ist wirklich sehr schön, auch wenn du keinen einzigen Vogel angenommen hast. Bei mir schon. Bei mir schon. Wie langweilig. Ich fand's cool. Ich glaub, das ist die einzige Arena, die wirklich die Arena war. Ist ja schon, ja. Das ist ja kaum zu glauben. Bei all den Orden, die du ergattern konntest, gehorchen dir nun sämtliche Pokémon bis Level 70. Und als Zeichen meines Dankes für den grandiosen Kampf eben möchte ich dir diese technische Maschine geben. Akrobatik. Not bad. Das ist ihre Lieblingsattacke. Habe ich nichts von mitbekommen. Mein Geschenk. Ich auch nicht. Mein Geschenk Akrobatik ist eine etwas komplizierte Attacke, die eine große Wirkung entfaltet, wenn das Pokémon kein Item trägt. Gleiche dadurch den Nachteil von Pokémon aus, die keine Items tragen. Ach, was ich noch sagen wollte, als ich neulich über den Wendelberg nach Naivario City geflogen bin, glaubte ich aus der Luft die Schurken von, wie war noch gleich der Name? Ach ja, Team Plasma ausgemacht zu haben. Sie bewegten sich auf die Stadt zu. Oh, ich muss hinter dich laufen, okay. Thank you, war fun. Bitte schleudere mich nicht wieder an die Wand. Okay. Meine Knie müssten einfach nachgeben, you know. Oh Gott! Ihr Trainer zwingt eure Pokémon gegeneinander in Kämpfen anzutreten, aus denen diese verletzt hervorgehen. Und das alles unter dem Vorwand, sie besser verstehen zu wollen? Bin ich denn der Einzige, der das für grausam hält? Aber genug. Lass mich einfach mit deinen Pokémon sprechen. Da ich mit Pokémon aufgewachsen bin, fällt es mir leichter, mit ihnen zu sprechen als mit Menschen. Denn Pokémon belügen dich niemals. Du bist Raichu, bei dir halt Gastrodon, richtig? Erzähl doch mal, was ist der Resumati für ein Trainer? Raichu! Verstehe. Resumati ist in Avenitia geboren und aufgewachsen. Woher weiß Raichu das? Frag mich auch! Lebt dort zusammen mit der Mutter und der Pokédex war der Anlass, zu einer Abenteuerreise aufzubrechen und die Welt zu erkunden. Offenbar vertraut es dir voll und ganz, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Wenn doch nur alle Menschen so mit ihren Pokémon in Eintracht leben könnten, dann bräuchte ich die Pokémon gar nicht von ihren Trainern zu befreien und ein jeder Mensch wie Pokémon sehe einer leuchtenden Zukunft voller Glückseligkeit entgegen. Dieses benutzt Team Plasma, um zwei besondere Steine in seine Gewalt zu bringen. Den Lichtstein und den Dunkelstein. Das legendäre Pokémon einst seine sterbliche Hülle ablegte, wurde es zu Stein und fiel der Geburt eines Helden harrend in einen tiefen Schlaf. Und ich werde ein solches Drachen-Pokémon aus seinem steinernen Panzer ins Leben zurückrufen und sein Freund werden. Auf diese Weise wird die gesamte Welt mich als Helden ansehen und mir untertan werden. Mein Traum ist es, die Welt auf die Wege der Gewaltlosigkeit zu verändern. Auf dem Wege, nicht in die Wege, egal. Denn wer die Dinge mit Gewalt zu ändern sucht, ruft zwangsläufig Gegner auf den Plan. Und die Leidtragenden sind letztlich doch nur die unschuldigen Pokémon törichter Trainer. Sagt derjenige, der plant, einen Pokémon aufzuwecken, um damit eine Art Krieg auszulösen. Aber ich sag mal nichts dazu. Pokémon sind Kinder dieser Welt und Lebewesen wie wir und daher verdienen sie es, mit Achtung behandelt zu werden. Glaub mir, es reißt mir förmlich das Herz zur Verwirklichung meiner Pläne, einen solch formidablen Trainer wie dich von seinen Pokémon trennen zu müssen. Versuch es! Komm her! Komm her! Versuch es! Komm! Ich mach dich fertig! Ich benutze dein Haar, um den ganzen Parkplatz hier zu... den ganzen Flughafen hier sauber zu machen. Dass der nicht kämpfen möchte. Oh, mir wäre das egal. War ich überhaupt schon mal hier in dem Funkturm drin? Ich glaube, ich war hier noch nie drin. Gibt's hier irgendwas? Ich werde es gleich wissen. Ich werde einfach mal eben... Oh, Hackattack!
Das Item Hackattack kriegen wir hier. Ach, Flugattacke sperrt stärker. Bringt natürlich gerade sehr viel, aber hey. Was hast du? Du hast gar nichts. Was ist mit ihnen? Oh. Irgendwas im Eimer? Nein. Da hinten läuft ein Picochilla. Okay. Was sagen die Angestellten? Die sagen mir gar nichts. Okay. Nur von dem einen Charakter, den Hackattack, mehr ist hier nicht. Gut. Folge ist vorbei. War erfolgreich. Wir haben den Turm geschafft und Geraldine geplättet. Ja. Und ein neues Teammitglied. Und ein neues Teammitglied, ja. Ja. Wir werden mal gucken, ob wir das Team vielleicht doch noch irgendwie ändern wollen. Allerdings mal schauen, ob wir groß zum Trainieren kommen in nächster Zeit. Ich weiß gerade gar nicht, was ist die nächste, das nächste Level Capture? Das ist actually a good idea. Ich guck mal eben. Arena, ja, ohne G. Arena Leichter. Nee. Also wir kommen jetzt ja erstmal zum Wendelberg. Also Sandro ist der nächste. Sandros stärkstes Pokémon ist 39. Ja. Das aber wir haben jetzt auch noch eine ganze Menge noch im Wendelberg zu machen, also. 39. Und was ist dann mit Twindrake Sick City? Was ist das Level Cap? Ja, wo ist er? Wo ist der Arenaleiter? Die Drachenstiege, da haben wir anscheinend auch. Fünf Etagen, wo wir Pokémon fangen können. Die letzte Arena hat 43. Sie haben Lissandra als Gegner, ich Lilia. Nee, das müsste andersherum sein. Spiel ich nicht weiß? Ich spiele weiß. Also ich habe Lilia. Nein, du spielst nur schwarz. Aber ich habe Reshiram auf dem Cover. Mhm. Du spielst schwarz. War das nicht bei schwarz und weiß? Schwarzer Hintergrund, weißes Pokémon. Ich hab weiß. What the? Du hast Pokémon schwarz. Warum so kompliziert? War das dann bei... Weil du kein schwarzes Pokémon auf dem weißen Hintergrund machen kannst. War das dann bei schwarz und weiß richtig rum? Ja, da war es richtig rum. Schwarz 2 hat Kyurem mit Zekrom und weiß hat Kyurem mit Reshiram. Da ist es richtig rum. Es fucked up. Ah gut, 39 ist das nächste Level Cap. Wir können uns also nicht allzu viel erlauben. Ja, also brauchen wir gar nicht trainieren. Ja, ich werde die Box-Pokémon weit mit trainieren, ne? Ja. Ja, mal schauen. Aber nächstes Mal. Jetzt machen wir erstmal Schluss hier. Ich kann es kaum erwarten. Oh, gut, noch ein Strecken bis zum Abschied. Dann bis dann.